Hallo, herzlich willkommen zurück. Oh, ich sehe etwas wüst aus, aber das ist ja nichts Neues. Es ist schon etwas später, 12 Uhr oder so. Ich habe schon einiges erledigt. Ich habe das Auto wieder voll mit leichten Sachen und Etty des Smurf ist auch dabei. Wir waren gerade schon trainieren, also ne, schön im Wald, Leckerchen verstecken, Spielzeuge verstecken, suchen. Also, weil ja oft gesagt wird, der ist unterfordert und so. Also wir machen sowas auf jeden Fall. Es ist nur, ich filme es nicht immer, weil ja, es ist langweilig. Ich putze mir auch die Zähne und filme das nicht jeden Morgen. Oder keine Ahnung, was ich alles nicht filme, was man jeden Morgen alles so macht. Es passieren bei uns auch Dinge, die ich euch nicht regelmäßig zeige. So, und jetzt jedenfalls fahre ich zum Laden, zu Bernd. Ich habe Essen dabei, Kartoffelsalat und Frikis von gestern, die Reste. Und dann essen wir was und dann ist ja gleich Mittagspause und dann wissen wir noch nicht genau. Entweder fahren wir zum Haus und renovieren weiter. Oder wenn wir uns entscheiden, ob wir ein Familienbett haben möchten, also selber bauen möchten, dann fahren wir in den Baumarkt und kaufen dafür die Zutaten, also die Liste, die wir dafür brauchen. Oder wenn wir ein Bett von IKEA oder Poco oder woher auch immer haben möchten, dann werden wir das holen. Also, es ist alles offen, alles ist möglich. Und jetzt gehe ich erstmal zum Mittagessen mit meinem Mann. Also, es ist immer noch keine Entscheidung gefallen, aber wir gehen jetzt erstmal in den Baumarkt und lassen uns inspirieren. Der Bernd hatte eine Skizze gemalt, was wir so brauchen. Und ja, wir gehen jetzt hier bei uns im Baumarkt und lassen uns inspirieren und werden dann erstmal ausrechnen, was das so Pi mal Daumen kostet, wenn man so ein Bett selber baut. Und dann überlegen wir nochmal. Und dann gehen wir ins Haus weiter renovieren. Wahrscheinlich. Also, wir waren schon im Baumarkt und ich glaube wirklich, es wird ein selbstgebautes Familienbett. Hier ist voll Dampf drin, ne? Die Tür aufmachen. Also wir haben so wunderschönes Naturholz gesehen, was man halt als Kopf- und Fußteil machen könnte. Ja, Amazon, ja. Ich hatte einiges bei Amazon bestellt. Und die Treppenstufen, Fußmatten oder wie das heißt, sind auch angekommen. Die zeige ich euch nachher. Ja, jedenfalls so Naturholz. Das sieht aus wie ein Baumstamm, der so komplett mit Rinde noch, mit alles dran. Ein ganzes großes Stück und das halt eins als Kopfteil und eins als Fußteil. Das sieht richtig schön aus. Könnte ich mir richtig gut vorstellen. Und ich habe im Keller, oder wir haben im Keller noch so eine alte Kommode. Die habe ich mal in so einem Secondhand-Möbelladen vor Jahren gekauft. Und die wollte ich immer restaurieren und die stand immer in der Garage. Und wenn ich die jetzt abschleifen würde, dann passt die richtig gut zu diesem Bett. Und ich glaube, dass wir jetzt, also wenn wir es jetzt ausgerechnet, wir würden für das Bett inklusive Lattenrost, was wir ja selber bauen würden, wäre das 300 Euro plus Matratzen halt, die wir dann noch brauchen. Und dann haben wir ein 2,80er mal 2 Meter Bett. Matratzen wären halt 2 mal 1,40 Meter. Ja. Aber lass uns nochmal durch den Kopf gehen. Vielleicht weiß das ja einer von euch. Wir wussten nämlich nicht, wie hoch ist denn so ein normales Bett? Weil wir hatten jetzt gesagt, dass man diese Vierkanthölzer 50 cm hoch macht. Das ist, glaube ich, zu hoch, ne? 25 wird es auch tun, glaube ich. Mal schauen. Aber das sah richtig schön aus mit diesem Naturholz da. Boah, das kann ich mir richtig vorstellen. So. Warte, Smurfy. Sitz! Smurfy darf jetzt zum ersten Mal seinen neuen Platz sehen, da das Fell. Okay, lauf. Guck dir das an. Da, was ist da? Oh, runtergefallen. Smurfy, hier. Da, geh mal hopp. Guck mal, dein Platz. Ja, fein. Nicht reinbeißen. So, aus. Schnüffeln darfst du, ne? So. Hier willst du ein bisschen zeigen, was passiert ist. So, es ist der nächste Tag. Ich war gerade duschen. Ihr habt es schon mitbekommen, in dem letzten Ausschnitt von gestern habe ich Bernd gefragt, willst du zeigen, was passiert ist im Haus? Und er so, war total genervt und hatte absolut keinen Bock mehr.
Und deswegen sorry, dass ich euch nicht mehr weiter mitgenommen habe durch den Tag beim Renovieren am Haus. Es ist einiges passiert. Wir haben ja gestern Nachmittag renoviert und davor den Tag haben Bernds Eltern renoviert. Und heute sind wir wieder nachher am Haus und dann nehme ich euch mit und zeige euch auch, was passiert ist und wie es weitergeht. Ich bin jetzt heute Vormittag zu Hause, war gerade duschen, deswegen sind meine Haare noch ganz nass und ich muss mir gleich unbedingt aus dem Haus neues Duschshampoo, also Haarshampoo festes, diese Seife mitnehmen. Das habe ich ja bei DM bestellt und die Bestellung ist noch im Karton im Haus und ja, Entschuldigung, muss ich gleich mitnehmen. Memo an mich selber. Ich sitze hier und mache ein bisschen Brainstorming mit meinem Bullet Journal, was ich euch schon mal gezeigt habe, was ich wieder ein bisschen aktiver machen möchte. Ich versuche mich dran zu halten. Also es sind halt so einfach bunte Seiten, die man, also die sind leer, das sieht so aus, wenn man es kauft. Leer und dann kann man halt selber reinmalen oder auch nicht, ganz individuell, wie man möchte. Und ich nutze das ja jetzt als Kalender, da ich ab nächstes Jahr keinen Kalender mehr haben werde auf der Arbeit, weil ich ja nicht mehr im Nagelstudio arbeite vorerst. Dazu könnte ich auch mal ein Video machen, ne? Wie ich das mit Mutterschutz und alles also mache oder euch mal erzählen. Ja, könnte ich mal in Angriff nehmen. Und ich plane gerade ein paar Videos. Also so jenseits vom Vlog-Leben. Und zwar so Videos, wo man sich halt vor die Kamera setzt und über was Bestimmtes, über ein Thema redet. Und das möchte ich gerne machen, wenn wir fertig sind mit dem Renovieren. Und die Ideen sind mir gerade beim Duschen gekommen und habe ich gedacht, ja, musst du dir das jetzt aufschreiben? Sonst vergesse ich das wieder, weil bis wir da wohnen, das dauert ja auch noch wieder 3 Wochen jetzt noch. Ja, dann habe ich das vergessen mit meiner ewigen Demenz. Ja, das habe ich jetzt aufgeschrieben. Gleich meine Stifte und alles wieder wegräumen und mich weiter fertig machen. Und dann wollte ich noch mit dem Smurfy spazieren gehen gleich. Oder fahre ich zum Haus? Also die Stufenmatten, die ich geholt habe, die sehen echt schön aus. Oder die mit der Bestellung da gekommen sind. Die sehen richtig gut aus. Unten haben wir schon fertig und oben noch nicht. Und ja, das mache ich nachher weiter. Bernd wollte heute mit seinem Papa die Fußleisten oben im Schlafzimmer dran machen. Und ich wollte noch die Türen abwischen oder so, die nicht mehr gestrichen werden, weil sie schon, weil die so Holz sind, so beklebt sind oder furniert oder wie auch immer das heißt. Und die werden halt nicht weiß gestrichen, die bleiben so, aber ich wollte sie halt gerne abwaschen. Ja, ich trinke jetzt noch meinen Tee aus. Ein Himbeer, was ist das? Himbeer-Vanille-Tee und dann geht's los. So, kleiner Ortswechsel. Wir sind jetzt bei uns im Haus offensichtlich. Und ich wollte euch die Fortschritte zeigen, ein bisschen. Und zwar haben wir schon eine Esszimmerlampe. Noch keine Steckdose, aber die Lampe hängt schon. Und kein Tisch. Aber egal. Es wird langsam. Ne, Murphy? Ja. Langsam wird's. Hier seht ihr. Die Stufenmatten haben wir aufgebracht, rechteckig diesmal. Und da oben habe ich schon eingeölt. Und hier in dem Schrank habe ich gestern sauber gemacht. Den muss ich eben mich wieder hier kümmern. Smurfy aus. Aus. Man muss nämlich immer alles zumachen. Sonst klaut unsere diebische Elster. So. Was wollte ich sagen? Hier, dieser Schrank, der sah aus, als ob da drin jemand lange leblos lag. Und er sieht immer noch nicht schön aus. Wir haben hier entdeckt, wir haben eine Lampe, die auch funktioniert. Und ja. So sieht es hier aus. Ich habe das auch abgewaschen. Ich muss hier noch dreimal, glaube ich, drüber gehen.
Es war so voll mit Nikotin, ich sag euch das. Aber es wird. Es wird, es wird. Die Türen werden ja nochmal gestrichen. Achso, das Licht kann ich wieder ausmachen. So. Zack. Und dann wird das auch. Und der Plan für heute ist, da oben die Stufen zu machen. Für mich zumindest. War ganz lieb heute, der Etty. Ja. So, ich wurde gerufen zum Filmen. Hier ist gar keiner. So, schaut mal. Habe ich euch schon die Fußleisten hier oben gezeigt? Die sind schon dran. Es fehlt nur noch hier. Da muss man so dieses Silikonlaminatgedöns reinmachen. Und hier ist schon die Zwischenleiste und auch alle Fußleisten. Und schaut mal, das Holz hat der Bernd schon alles mitgebracht für unser Familienbett. Und das hier sind die Seitenteile, also quasi wo man ein- und aussteigt. Und das in viel, viel größer und mit noch Rinde dran ist dann Kopf- und Fußteil. Die haben wir jetzt aber noch nicht hier. Die holen wir am Freitag ab. Oh, da freue ich mich. Ja, da ist auch noch ein bisschen Rinde. Schönes Holz mit Loch. Aber schön, so ist die Natur halt, ne? Wunderbar, ist richtig toll geworden. Bernds Eltern haben uns so viel geholfen. Also ohne die wären wir bei weitem noch nicht so weit. Noch lange nicht. So. Hier haben sie auch alles nach hinten geräumt. Die sind so fleißig. Und bei dir? Wie gefällt dir dein Schreibtisch hier? Oh, du hast ja eine Bude gebaut. Cool. Schön. Die Pappe müssen wir mal alles mitnehmen hier, ne? Irgendwann. Bis gleich. So. Ja. Ich komme. I'm coming. Hm? Ich muss 160 Euro meinen Eltern geben. Ja. Ich habe aber kein Kleingeld mehr, nur noch 100er. Nur 1000er? 155, noch was gibt 160 und 25 für die Pizza. Ja. Bernds Eltern hatten nämlich Matratzen für uns mitgebracht. Zweimal die 1,40er Matratzen, die es im Aldi gab. Wir haben uns jetzt für günstige entschieden erstmal, weil wir ja ein Familienbett haben. Dementsprechend wird das Baby bei uns schlafen. Ja, mit seinem Else-Kling-Platz. Und ja, wenn das Baby bei uns schläft, dann kommt bestimmt mal Milch raus und Pipi daneben und alles daneben. Deswegen nehmen wir günstige Matratzen und holen uns dann regelmäßig neue Matratzen. Und jetzt zeige ich euch mal Smurfys Else-Klingenplatz. Da habe ich ihm jetzt so ein Kissen hingelegt. Da legt er sich dann immer hin und schläft. Und er liebt es, rauszuschauen und sich die wilden Tiere da anzugucken. Guten Morgen. Ja, es ist wieder der nächste Tag. Und ich habe gestern schon noch weiter gefilmt. Allerdings wir haben sehr viel geschafft gestern, sehr viel. Wir sind erst im Dunkeln nach Hause gegangen. Die Fußleisten sind alle fertig geworden und so, aber ich habe nicht die Türen sauber gemacht, sondern die Fenster. Nicht alle geschafft, das war eine Arbeit und ich brauche einen Tipp von euch. Und zwar war das ja ein Raucherhaus und ich habe das alles mit Scheuermilch schön geschrubbt, die ganzen Rahmen und so. Und da waren so von so Gardinenleisten, diese Aufkleberhaken waren da und das war so gelb und ranzig. Aber das ging alles relativ gut ab, so mit dem Spachtel und mit Scheuermilch. Aber an manchen Stellen sind die Rahmen doch noch etwas sehr gelb. Und da wollte ich fragen, ob ihr Tipps habt, wie ich das Nikotin aus diesen Fensterrahmen und Türrahmen rausbekomme. Ich habe überlegt, vielleicht mit Chlor einsprühen, ich weiß es nicht. Ich habe keine Idee. Vielleicht wisst ihr das. Oder Zitronensaft einreiben. Also um Tipps bin ich sehr dankbar. Und ja, heute geht's weiter. Ich fahre nachher wieder zum Haus und mache weiter. Dann haben die Bernds Eltern haben noch die Fensterbänke beklebt neu. Das, also abgemacht. Die waren vorher auch beklebt mit so Dezifix. Neu beklebt und neue Silikonfugen an den Fenstern gemacht. Und das sieht so schön aus alles. Unglaublich. Und was ist noch passiert?
Ach, im HWR, da steht so ein Schrank, den haben wir verschoben und dahinter, das sah aus, als ob der da 20 Jahre stand, der Schrank, und mehrmals Menschen sich dahinter übergeben haben und alles haben liegen lassen, so sah es dahinter aus. Oh Gott. Ja, das habe ich dann auch noch sauber gemacht. Grob, also es sind alles so Sachen, so genauso wie diesen Schrank, den ich euch gezeigt habe, unter der Treppe, da muss man mehrmals drüber gehen. Aber am Ende, ich war auch fix und fertig, alle, glaube ich. Moment. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Keine Ahnung. Jedenfalls hatte Bernd gestern alles eingekauft fürs Familienbett. Das habe ich euch noch gezeigt, glaube ich. Und die haben dieses Grundkonstrukt schon aufgebaut, Bernd mit seinen Eltern. Und das haben wir auch gefilmt für euch. Allerdings ist es noch nicht fertig geworden, das Bett. Und deswegen mache ich dazu ein extra Video, weil ich wollte euch jetzt nicht das halbfertige Bett hier zeigen. Und ja, somit würde ich den Vlog dann jetzt hier beenden, damit ich mal wieder eventuell in einen normalen Daily-Vlog-Modus reinkomme und nicht jeden Tag nur so ein bisschen. Und ja, danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!